Ja, grüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Nico Maas. Ich bin Master of Science, tatsächlich sogar von hier der Universität Trier. Habe IT-Systemelektroniker gelernt gehabt und alle Folien, wie auch diese hier, werden bei mir immer auf den Blog gestellt. Das hat Tradition seit sehr vielen Jahren. Das heißt also, wenn man was gucken will, kann man das einfach auf der Webseite nachlesen jederzeit und muss sich jetzt nichts mitschreiben. Oder wie ich sonst sagen würde, das ist jetzt nicht klausurrelevant. So, ansonsten, achso, ich soll was zu meiner Leidensgeschichte erzählen. Meine Leidensgeschichte ist ganz kurz. Wie gesagt, Ausbildung, Bachelor, Master und jetzt bin ich beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln im Kontrollzentrum für die ISS Payload Operations. Und wir haben vor ein paar Wochen haben wir so einen kleinen süßen knuffigen Kistchen auf einen Asteroiden geschmissen gehabt, was auch ganz cool war. Allerdings muss ich noch mal ganz stark betonen, das, was ich hier mache, mache ich aus meinem privaten Vergnügen und Spaß. Das hat nichts mit meinem Arbeitnehmer zu tun. Arbeitgeber zu tun und wie gesagt, ist davon völlig losgelöst, nur um allen juristischen Problemen dort komplett zu entrinnen. Also bin ja sozusagen komplett in Zivil. Zur Agenda. Das Thema ist, wie gesagt, der ESP32. Das ist ein besonders kleiner, süßer, niedlicher WLAN-Chip. Allerdings ist das praktisch der zweite der Generation und dementsprechend ist auch der Vortrag sozusagen ein zweiter Teil. Da aber die meisten den Vortrag von vor 2 oder 3 Jahren vermutlich nicht gesehen haben, werde ich noch mal kurz eine kleine Einführung dazu geben, was das Originalbauteil war, was der Nachfolger hiervon ist, und dann darauf aufbauen, damit man so weiß, wo es geht. Also, der ESP8266, das ist der Vorgänger von dem 32er, ist ein ganz besonders hübsches kleines Modul. Das Tolle an diesem ganzen Chip ist halt eben, was 2014 erschienen ist, es ist im Prinzip ein Mikrocontroller wie ein Arduino oder ähnliches auch. Allerdings mit einigen besonderen Vorzügen. Erstens mal, er ist unglaublich schnell. Also ich kann ihn zwischen 80 und 160 MHz takten, was ziemlich ordentlich ist, weil so ein Arduino läuft so auf 20 MHz im besten Fall. Er hat mit 512 Kilobyte Flash, ziemlich viel Speicher. Und das ist also die kleine Variation. Ich kann das noch ein bisschen größer gestalten. Und das Tolle ist, er hat WLAN direkt on board. Das sieht man auch an dieser wunderbaren schönen 2,4 GHz Antenne, die hier drauf ist. Das heißt also, in so einem kleinen Dings habe ich dann für unter 2 € einen Chip, den ich einfach bei mir ins WLAN schmeißen kann und der dann lustige Dinge übernehmen kann. Lustige Dinge im Sinne von Sensoren, Schalter, was auch immer. Also man kann sich da wirklich mal freien Lauf lassen. Kommen wir mal zu den Eckdaten von dem ganzen System. Wie gesagt, es ist ein Prozessor, der mit entweder 80 oder 160 MHz getaktet werden kann. Die Standardvariation, also dieser ESP01, den wir eben sahen, kommt mit 512 Kilobyte Flash, allerdings kann man den bis auf 16 Megabyte erweitern, je nachdem, was man jetzt gerade an Zusatzspeicher hinzupackt oder welches Modul man vorgefertigt kauft. Denn es gibt diese Module nicht nur in dieser kleinen Variation, wie man sie sieht, sondern auch in wesentlich größeren Breakout-Boards oder weiteren Modulen mit viel, viel, viel mehr Ausgangsleistungen und viel, viel mehr Pins und was alle möglichen. Es gibt auch einige, die bauen sehr interessante Peripherie drumherum. Das heißt, also jetzt bei diesem ESP32 gibt es da auch Variationen, die haben dann direkt ein Display zum Beispiel drauf, um Nachrichten anzuzeigen. Oder wie auch hier in dem Fall ein LoRa-Modul, also für das LoRaWAN zu benutzen, wenn man das möchte. Also ein Funkprotokoll und so weiter. Also es gibt da, gerade bei AliExpress und eBay wird man totgeschmissen damit. Ansonsten haben wir natürlich alles mögliche an Schnittstellen, was wir sonst auch bei einem guten Mikrocontroller hätten. Das heißt, wir haben normale serielle Schnittstelle, UART, wir haben I2C, wir haben I2S. I2S ist sozusagen das Protokoll, um so wie eine Soundkarte noch anschließen zu können, um dort Sounds wiederzugeben. PWM-Ausgänge, SPI und auch HSPI. Das heißt also, man kann auch SD-Karten als großes Speichermedium nutzen mit ein paar Gigabyte, wenn man jetzt so einen schönen Temperaturlogger oder was für die Heizung zum Beispiel machen will, ist das ganz cool, oder die Solaranlage. Man hat einen speziellen Port, der sozusagen für Infrarot-LEDs benutzt werden kann und einen einzigen ADC auf diesem kleineren Modell, der nicht prickelnd ist, muss man sagen. Also, nee. Aber er ist da, so ein Knaden-ADC. Und wie gesagt, das Schöne ist, das, vor allem das Tolle ist, ist ja, es ist unglaublich günstig und es hat einfach WLAN direkt on board. Wenn ich jetzt sozusagen jetzt mir einen Arduino mit WLAN ausstatten müsste, mit den entsprechenden Zusatzmodulen und Peripherie, also es gibt da spezielle Boards, die man draufstecken kann, dann bin ich schnell 40, 50 € halt eben da weg. Und hier habe ich das dann für unter 2 €. Und zwar in Deutschland, nicht aus dem Ausland, bei Amazon und eBay. Die Besonderheiten von dem Chip selbst sind aber erstens mal, dass er nicht nur sich ins WLAN-Netz verbinden kann, also zum Beispiel zu Hause an die Fritzbox sich ins Netz verbinden kann, sondern auch als Standalone-AP dienen kann. Das heißt also, er kann selbst als Access Point dienen und andere Geräte können sich zu ihm verbinden, wenn es denn nötig wäre.
Er hat einen Deep Sleep Mode, das heißt, man kann ihn sozusagen schlafen legen, dass er möglichst wenig Energie verbraucht. Interessant, wenn man zum Beispiel jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ich möchte jetzt einen Sensor bauen, der zukünftig zum Beispiel meine Pflanzen überwacht, ob die noch genug Wasser haben. Da muss man natürlich nur so, naja, alle zwei Tage oder vielleicht, naja, alle zwei Tage ist ein bisschen hart, aber sagen wir mal zwei, dreimal am Tag halt eben eine Messung machen, ob jetzt genug Feuchtigkeit da wäre. Dementsprechend lässt man ihm seine Messung machen, er verbindet sich zum WLAN, schickt die Informationen rüber und schaltet sich dann wieder ab. Und damit kann er dann mit Batterie sehr, sehr lange dann, also sehr, sehr lange in Bezug auf bis zu Jahre, je nachdem, was man da für eine Batterie nimmt, laufen. Das ist natürlich ziemlich cool. Ein weiteres Feature, was bei den Chips sehr interessant ist, sind diese OTA-Updates oder Over-the-Air. Das kennt jeder praktisch von seinem Handy. Die Möglichkeit, einfach sozusagen wie Magie durch die Luft, also WLAN, Updates zu empfangen. Also man kann die Chips praktisch sozusagen reprogrammieren, ohne sie an den PC stecken zu müssen, wenn man das entsprechende Feature aktiviert hat. Und wenn wir schon beim Thema Programmieren sind, die kann man so ziemlich in allem programmieren, weil die Chips so beliebt sind aufgrund ihres Kostenpunkts, dass so ziemlich jeder an den Dingern rumarbeitet. So anfangs war das Lua gewesen, das ist jetzt nicht so jedermanns Science. Dann wurde es aber schnell eine Flaggschiff-Plattform für MicroPython, also ein kleineres Derivat von Python, wie man es auch auf Pi häufig benutzt, und auch in Arduino. Eine wichtige Sache, die ich deshalb auch jetzt hier an der Stelle jetzt direkt erwähne, beide, also sowohl der ESP32 als auch der 8266 laufen mit 3,3 Volt und auch die Pins, also alles, was ich hier so schönes dran anschließen kann, kann nur 3,3 Volt vertragen, der ADC sogar nur 1,8 Volt. Da sollte man nicht mehr draufschicken, ansonsten schießt man sich den Chip. Deshalb steht das auch schon direkt schon dabei. Vorsicht. Es gibt aber genug Möglichkeiten, das auf 5 Volt hochzuhegen und genug Leute, die das auch schon für einen gemacht haben. Wie gesagt, 1000 verschiedene Bordvariationen in AliExpress, eBay und sonst irgendwo zu schießen. So, da wir das jetzt abgeschlossen haben, gehen wir mal gerade zum ESP32 rüber. Und eigentlich steht schon alles da, was an dem Ding so unglaublich cool ist. Und zwar die Tatsache, erstens mal, wir haben ein Dual-Core hier drauf. Und das ist eine Lüge. Es ist eigentlich ein Tri-Core. Also haben wir zwei große Kerne mit 160 bzw. bis zu 240 MHz taktbar. Und wir haben noch einen kleinen dritten Kern, der als RTC, also Echtzeit-Urkern bezeichnet wird, der momentan, glaube ich, noch hauptsächlich krude in Assembler programmiert wird. Also nicht so jedermanns Sache, aber ziemlich cool zu wissen, dass der unter sehr, sehr niedrigen Energiesparbedingungen läuft und dementsprechend die gesamte andere Peripherie steuern kann. Also schon mal allein von der Sache schon mal sehr leistungsfähig. Dann haben wir direkt 4 MB Flash-Speicher drin, das ist natürlich auch nicht wenig. Wir haben Wi-Fi, wir haben Bluetooth diesmal drin, sogar Bluetooth LE, also den energiesparenden Standard. Und das Ding kostet unter 4 Euro. Das ist natürlich eine Kampfansage. Und was kann's? Naja, das Coole ist, es kann erstens mal alles das, was der alte kann und noch viel mehr. Und noch viel mehr, wie gesagt, nicht nur, dass es jetzt ein Dual-Core ist und eine zusätzliche CPU dabei ist, sondern, dass wir sogar noch in der Lage sind, nicht nur 250 Kilobyte Arbeitsspeicher zu haben, sondern wir können noch extern nochmal 4 Megabyte Arbeitsspeicher dran propfen. Also dann haben wir so einen Mikrocontroller mit 4,5 Megabyte Arbeitsspeicher. Nicht wie früher, wo man ein paar Kilobytes hätte. Und können dann bis zu 16 Megabyte normalen SPI-Flash noch dran anschließen. Haben also genug Speicher für unsere Programme, Bilder, Musik und genug Arbeitsspeicher, um damit sehr, sehr große Projekte zu machen. Und wie ich schon erwähnte, wenn uns der Speicher nicht reicht, schließen wir einfach halt eben jetzt über den SPI-Bus oder das HSPI eine SD-Karte an. Ich habe sie momentan mit 32 GB verbunden, läuft tadellos, kann ich echt nur empfehlen. Und dann kann man damit dann auch noch größere Datenmengen bewegen, wenn man, wie gesagt, viel loggen will oder Informationen abspeichern will oder daraus sich zum Beispiel einen MP3-Player basteln möchte. Was die Schnittstellen angeht, sind wir da auch ebenfalls gleich geblieben. Wir haben nur jede Menge mehr Analog-Digital-Wandler gekriegt gehabt. Deshalb, also die sind auch nicht so sonderlich gut, wie ich schon bei dem ersten erwähnte. Da hat sich Espressif nicht so wirklich gut dran getan, die noch besser zu verbessern, aber sie sind da. Und wir haben sogar zwei Digital-Analog-Konverter halt eben besser, bei Gegensatz zu den PWMs, die noch ein bisschen besser sind. Wir können CAN-Bus anschließen, also wenn man jetzt im Bereich Automotive was machen möchte, da irgendwas zu basteln, ist es ganz cool. Es gibt spezielle Touchpins für Berührungssensoren praktisch reinzubauen und wir könnten sogar dann Mac-integriertes sogar eine Ethernet-Schnittstelle dort anbauen. Und ich habe vor kurzem mal einen kleinen Bench gesehen gehabt, das sah sogar nach aus, als ob die fast 100 Megabit sogar packen würden darüber. Das ist natürlich cool. Was es nicht gibt, ich habe es jetzt hier auch nicht hier aufgeschrieben gehabt, es wäre wichtig zu erwähnen, das Ding hat kein USB. Ich meine, offiziell haben diese ganzen Boards hier einen USB-Stecker dran, aber das ist nur ein Serialkonverter, weil die praktisch über Serialschnittstelle programmiert werden.
Es gibt kein richtiges USB-Interface hier drin, was natürlich ein bisschen traurig ist, weil damit könnte man natürlich noch mehr Bandbreite runterbringen. Das fehlt bei denen leider. Aber ansonsten ist es ziemlich cool. Wie gesagt, WLAN, BGN funktioniert und Bluetooth 4.2 jetzt auch mit dem energiesparenden BLE-Standard. Und wie gesagt, es gibt noch ein paar weitere coole Sachen. Man hat endlich mal auf das gehört, was alle predigen. Tue ich auch persönlich ganz bösartig. Und zwar zu sagen, dass diese ganze IoT-Geschichte, also Internet of Things und schöne Sensoren überall in der ganzen Wohnung, die man einfach wild ans Internet anschließt, wie Garagentoröffner und Sachen, die zum Beispiel die Hauswasserzufuhr oder Energiezufuhr steuern können. Ich meine, was kann da passieren, wenn man die ans Internet anschließt? Das ist vollkommen okay. Garagentor aufmachen, ja Gott, was passiert denn dann, wenn ich... Ich will es übertreiben, dass es ziemlich böse Dinge passieren kann, weil Leute machen das einfach, weil es einfach geht. Und das komplett ohne Sicherheit, ohne Verschlüsselung, ohne irgendwas. Und dementsprechend hat jetzt endlich der Hersteller reagiert und hat entsprechende Sicherheitsmerkmale jetzt mit eingebaut gehabt. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, den Quellcode, der praktisch jetzt auf dem Chip praktisch liegt, gegen Manipulation zu schützen, halt eben jetzt, dadurch, dass der Speicher verschlüsselt werden kann, dass er beim Start überprüft, ob irgendwas manipuliert wurde im ganzen System. Und man hat diese UTP, diesen OTP-Bereich, das heißt One-Time Programmable. Das ist also ein Speicherbereich, den man nur ein einziges Mal beschreiben kann. Danach ist er fest, da ändert sich nichts mehr. Es sei denn, man macht den Chip einfach kaputt, aber kaputter Chip macht auch keinen Schaden. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Das ist also ideal, um irgendwelche Geheimnisse abzulegen, die man von außen nicht mehr rankommen soll. Und zusätzlich, damit man auch die gesamte weitere Kommunikation, die man sonst so im Hausautomationsbereich vielleicht machen würde, Mosquito oder andere Sachen, die wirklich Verschlüsselung nutzen sollten, hat man noch Beschleunigungsmodule in die CPU eingebaut. Das heißt, die Standardverschlüsselungsverfahren funktionieren jetzt direkt von der CPU unterstützt, was natürlich neben der sehr leistungsstarken Prozessoreinheit nochmal zusätzlich Headroom liefert. Wie die Module aussehen, da gibt es verschiedene Arten. Ich möchte nur mal kurz ein paar kleinere darstellen. Also wir haben einmal das DevKit C und das Pico Kit. Das Pico gibt es gleich beim Elektor Verlag, ich glaube für unter 10 Euro zu kaufen. Und dann gibt es noch das Originalmodul sozusagen von Espresso. Die verwenden diese kleinen Lötmodule quasi. Und das Besondere an diesen Dingern ist, dass man die auch genau so zu kaufen kriegt. Das heißt also, wenn ich jetzt hingehen möchte und möchte das Ding in meinem Projekt verwenden, weil es einfach unglaublich leistungsstark ist im Vergleich zu einem normalen Arduino oder Atmega, dann kann ich mir die Dinger tatsächlich so kaufen, kriege die so in diesen Bustern und kann die dann praktisch bei mir drauf löten. Und da gibt es zwei verschiedene Variationen, beziehungsweise zwei Familien und zwei Variationen. Das eine ist einmal diese V-Room-Module, die gibt es einmal mit einer eingebauten Antenne, die ist sozusagen in die Platine eingeätzt, und einmal mit einem Connector sozusagen. Das ist der Unterschied dabei. Die haben beide 4 MB Flash und das ist es auch schon. Und dann gibt es noch das größere Modul, das ist auch wirklich tatsächlich physikalisch ein bisschen länglicher. Das sind diese V-Rover-Module, die gibt es auch mit diesen zwei Antennenarten. Die haben aber gleich direkt nochmal 4 MB Arbeitsspeicher on top noch oben drauf. Also diese maximalen 4,5 MB Arbeitsspeicher sind da direkt drin für große Projekte. Ich komme mal zu so einem großen Projekt später, wenn man sich so überlegt, was man damit machen kann, weil anfangs denkt man, so viel Arbeitsspeicher auf einem Mikrocontroller. Okay. Und wie schon erwähnt, es gibt die in 1000 verschiedenen Variationen, je nachdem, wie man sie haben möchte, auf AliExpress, eBay, Banggood, beliebigen chinesischen Lieferanten hier einfügen, gibt es die in 1000 Variationen, wie ich schon eben sagte. Ich habe hier einen, da hat er direkt ein Display oben drauf. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil man dann eigentlich nichts mehr wirklich machen muss. Man kann die einfach direkt dann zu Hause anschließen, kann die entsprechend an seine Arduino anschließen, wie man das da aufsetzt, zeige ich gleich, und programmieren, und dann macht er irgendwas Lustiges, wie in diesem Fall. Ich hoffe, er zeigt es genau. Der scannt jetzt einfach das WLAN-Netz ab, guckt mal, was für WLAN-Netze da sind, und zeigt die einfach an. Wie gesagt, das ist dann im Prinzip, ist das hier so ein 20-Zeiler halt eben, das ist relativ einfach zu machen. Und damit kann man dann schnell sich anzeigen lassen. Oder man lässt sich hier irgendwelche Nachrichten anzeigen. Keine Ahnung, irgendjemand hat auf Twitter was Neues geschrieben oder man hat ein neues Like auf Instagram oder eine neue E-Mail kommt rein oder die Waschmaschine ist fertig. Immer, was auch immer man machen möchte. Da ist man wirklich einfach mal, kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Bezüglich erste Schritte,
Wie gesagt, ich erwähnte, es gibt das Ganze jetzt auch für Arduino. Damit ist es natürlich wesentlich leichter zu programmieren, als es zum Beispiel in einer gewissen Assembler-Derivaten oder halt eben in der speziellen proprietären Umgebung von Espresso, von dem Hersteller, zusammenzunögeln in deren C. Und IDF nennt sich das System. Das ist erst dieses Jahr so zum 1.0er Release rausgekommen und es, obwohl es 1.0 ist, stable, ist es noch nicht 100% perfekt. Es läuft schon ganz gut, hat aber immer noch hin und wieder mal so ein paar kleine Besonderheiten, kann also noch ein bisschen reifen. Deshalb das nur zur Vorwarnung. Aber die Installation funktioniert jetzt seit ein, zwei Monaten ziemlich leicht. Man geht prinzipiell, wenn man jetzt so sich so ein Modul gekauft hat, so am besten so ein Devboard und will damit jetzt anfangen zu basteln, dann geht man einfach auf Arduino CC, lädt sich die Arduino-Software runter und dann gibt es im Bereich Datei-Voreinstellungen gibt es ein zusätzliches Bereich, zusätzliche Boardverwalter-URLs. Tut man einfach diese URL hier da reinpacken, das sieht so aus, die packt man einfach hier unten rein, nachdem man es aufgemacht hat, drückt OK und damit weiß dann Arduino, da gibt es noch irgendwelche zusätzlichen Pakete, die ich mir angucken könnte. Dann muss ich die natürlich installieren. Das geht, indem ich einfach auf Werkzeuge, Board, Boardverwalter gehe und nach ESP32 suche und da kommt das entsprechende Paket schon. Drücke ich nur auf Installieren, Schließen und die Sache ist erledigt. Das heißt, ab dem Moment kann mein Arduino auch ESP32. Und das zeigt er uns auch. In diesem typischen Arduino-Modell von den Boards kommt dann so eine ganz ewig lange Liste von verschiedenen ESP-Modellen, die unterstützt werden. Wie gesagt, jeder bastelt da was von bekannten Sachen wie zum Beispiel SparkFun oder uBlocks. Also uBlocks hat auch eigene ESP32, verkaufen sie unter eigenem Namen. Die haben das Kult, also die auch die GPS-Module herstellen. Habe ich auch erst vor ein paar Tagen gelernt gehabt. Die bauen da, oder Vimos, das ist so einer der bekannteren. Da kann man dann sein Board auswählen und kann dann damit dann ganz normal Arduino programmieren. Und auch viele Libraries, also zum Beispiel diese Display-Treiber, wie man jetzt gesehen hat, funktionieren auch damit sehr gut. Und wenn man mal so ein paar Ideen braucht, was man so am Anfang machen kann, da gibt es auch unter den Beispielen so eine ewig lange Liste, was es so alles an Beispielen gibt. Man kann schlecht lesen, aber um es mal so zu sagen, natürlich gibt es auch dieses OTP für die entsprechende, beziehungsweise OTA, für die Updates entsprechend über die Luft zu beziehen, gibt es da auch. Es gibt da Möglichkeiten, SD-Karten zu beschreiben, Sounds zu wiedergeben, einfach nur das Ding als Access Point zu benutzen. Wie gesagt, mit den Dingern ist wirklich verdammt viel möglich. Und in dem Bereich bin ich dann auch schon in einer Tipps und Tricks Sektion. Ich nenne sie liebevoll die Sachen, die ich ganz gerne gewusst hätte, wenn ich damit angefangen habe. Das mache ich immer ganz gerne, weil das bringt den Mehrwert, warum man so bei so einer Veranstaltung dabei ist. Ich bezeichne diese Seite jetzt erstmal als den heiligen Gral. Jeder, der auf esp32.net geht und dann einmal die Seite runterscrollt, wird nach den 5 Minuten, nachdem er bis zum Ende der Seite mit Links gescrollt ist, dann sagen, okay, jetzt verstehe ich das. Es ist eine ewig lange Seite mit tausenden Links, Beispielen, Settings, Tutorials, Schematics, also man könnte fast schon ganz böse munkeln, wenn es da nicht existiert, vermutlich existiert es gar nicht, aber es ist wirklich verdammt gut, also das ist sozusagen die gute Adresse, die man am Anfang sich mal angucken kann, wenn man damit anfängt. Dann, es gibt 2 Revisionen von dem ESP32-Chip und man kann die von außen nicht sehen. Die sieht man nur, wenn man mit einem Sketch, also einem Arduino-Programm reinguckt. Momentan wird eigentlich langsam nur noch die Revision 1 verkauft, was gut ist. Die Revision 0 hatte einige eklatante Hardware-Mängel gehabt noch. Die wird dann manchmal auch noch billig verramscht irgendwo, manchmal auch nicht, dass man sie angibt. Die Revision 1 ist auch nicht hundertprozentig fehlerfrei. An der Stelle muss ich dementsprechend einfach mal eine Sache erwähnen, die viele Leute vergessen. Also mir passiert das auch häufig, wenn ich da was programmiere. Manchmal arbeitet man an Problemen, die man selbst nicht verursacht hat. Und damit meine ich nicht, dass die Firma einem was gegeben hat und gesagt, programmier das, sondern dass das irgendwo ein Fehler im Design der Software ist. Man sucht den Fehler häufig bei sich selbst. Alle Hersteller von Mikrocontrollern, Atmega oder auch Espressive, haben diese wunderbaren Echo- oder Bugs-PDFs, wo drin steht, pass auf, da ist ein Fehler, wenn du das und das machst, passiert das und das. Die gibt's für jeden Chip. Wenn man an irgendeinem hartnäckigen Problem hängt, guckt mal nach diesen Dokumenten für euren Chip und guckt mal da rein. Vielleicht steht's da sogar drin und steht sogar drin, ja, ist bei der Produktion vom Chip was fehlgelaufen, das kann niemals funktionieren und auch in 1000 Jahren nicht. Es ist gut, wenn man das dann vor Ablauf der 1000 Jahre dann liest und es dann aufgibt oder was anderes entwickelt. Von daher, dieses Dokument wäre sehr zu empfehlen und auch im allgemeinen Fall. Dann, nicht alle Pins sind so hundertprozentig so verwendbar, wie sie auch hier drauf sind. Es gibt ganz spezielle Pins,
die reserviert sind und nur für bestimmte Bereiche sind oder bestimmte Sonderfunktionen haben, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Das wurde hier zusammengetragen. Wie gesagt, die Folie ist komplett auf meiner Webseite, kann man sich angucken. Und der Herr Giesecke hat das auch nochmal schön dargetan. So, jetzt mal so ein ganz besonderer Premium-Trick. Das ist was ganz Interessantes. Der ganze Speicher hier, also der ganze ESP32 hat 4 MB Speicher. Das Coole ist, der unterteilt seine Speicherbereiche wie bei einer Festplatte in Partitionen. Und das noch coolere daran ist, ich kann diese Partition ändern, wenn ich das will. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte dieses OTA-Update nicht haben, über die Luft abzudaten sozusagen, dann kann ich zum Beispiel die zweite OTA-Bereich, der ist mit 1,4 MB ist der drin, glaube ich, kann ich einfach abschalten und kann das auf den ersten ziehen. Dann habe ich auf einmal 2,8 MB zur freien Verfügung. Die Partitionierung kann ich praktisch frei manipulieren. Ich sollte aber vorher ein bisschen überlegen und mich einlesen, was ich da tue, bevor ich nachher dem Bootloader sozusagen den Speicher klaue. Das wäre ein bisschen blöd. Deshalb ist das eher schon so in die fortgeschrittene Richtung, aber es ist interessant, dass man das machen kann. Und was natürlich noch richtig cool ist, da wir hier ein Multicore-System haben, ein Dual-Core, man kann die beiden Cores unabhängig voneinander betreiben. Das heißt, wenn ich jetzt ein redundantes System aufbauen will, dass zum Beispiel der eine den anderen überwachen würde, kann ich das machen. Es gibt dazu von Andreas Spieß ein schönes YouTube-Video und ein Tutorial-Bereich dazu, wie man das entsprechend macht. Für Informatikstudenten auch eine unglaublich lohnenswerte Sache, weil dann kann man sich den ganzen Bereich mit Nebenläufigkeit und Threads nochmal so richtig in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und Semaphoren und Dining Philosoph Problem und was es da so schöne Sachen gibt, Task-Synchronisation. Und dann kann man praktisch beide Kerne unabhängig voneinander benutzen. Ich habe in einem Projekt es so vorgesehen, dass der eine praktisch über Sensoren Daten sammelt und der andere, der kümmert sich dann davor, die Sachen wegzuschreiben und da kann man dann wirklich sehr, sehr schön die Arbeitspakete aufteilen. Ja, ich habe schon ein Zeichen gekriegt, dass ich langsam am Ende bin. Das ist auch gut. Ich komme noch schnell zu den letzten Sachen. Wofür man viel Speicher braucht? Es gibt dafür inzwischen eine Library, die das Ganze als neurales Netzwerk benutzt, um Gesichtserkennung mit einer angeschlossenen Kamera zu betreiben. Also, da kann man sich dann so sein eigenes Skynet zusammenbasteln, wenn man das möchte. Man kann es als Alexa benutzen, wenn man das möchte. Wie gesagt, sein eigenes Alexa, es gibt ein Alexa SDK, mit dem man das entsprechend aufbauen kann. Und das ganz standardmäßige ESP-Standardprojekt, einfach ein Webradio dazu zu bauen, um sich dann zu Hause in der Küche sozusagen mal einfach seinen Lieblingsmusiksender einfach anzuhören, geht auch. Hat auch manchmal, wenn man das schön machen will mit viel Displays, hat das auch mehr Drähte, als man denken würde. Das sieht schon richtig cool aus. Also hat man mal so einen Nachmittag mal wieder ein bisschen Spiel und Spaß. So, dementsprechend, wenn jemand Fragen hätte, wäre ich jetzt bereit, mich noch darum zu kümmern. Stelle fest, keine? Wie weit ist die Unterstützung der Idee bei der Arme ESPs? Wie gesagt, es ist jetzt eigentlich vollständig integriert. Also das heißt, es ist eigentlich, es wird als 1.0 gekennzeichnet. Also es ist eigentlich stabil drin und kann daraus auch so gut benutzt werden. Es wurde mal gesagt, dass zwei Prozessorunterstützung nicht drin wäre. Die ist drin, weil die wird ja von Arduino nicht gestützt, sondern unter dem Kern drunter läuft ein FreeRTOS unten drauf. Das ist ein Echtzeitbetriebssystem, das eigentlich hier drauf läuft. Und der hat diese zwei Threads praktisch drin und die kann man einzeln bedienen. Das ist in dem verlinkten Video auch beschrieben, wie das funktioniert. Ja? Wurde die Entwicklungsumgebung auch Zusammenarbeit mit Screenreadern getestet? Nein, ich glaube nicht. Das Problem ist, dass das Ganze halt eben jetzt auf der Arduino-Umgebung auch praktisch aufsetzt. Und ich weiß nicht, wie da jetzt inzwischen der Entwicklungsstand ist. Ich glaube, die sind da noch relativ hinten dran, leider. Merci. Gerne. Gut. Dann recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.